Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Rescutech Produktvideo. In unserem heutigen Video geht es mal um eine Produktneuheit von Rescutech. Heute schauen wir uns den Feuerwehr-Mehrzweckbeutel nach der neuen DIN 14922 an. In dem heutigen Video werden wir den Beutel im Genauen anschauen, in der Praxis, und heute kommt unser Produktentwickler Joachim Leite auch noch zu Wort. Ja, bevor wir uns unseren neuen Feuerwehr-Mehrzweckbeutel in der Praxis anschauen, starten wir jetzt erstmal mit dem Interview. Dazu haben wir unseren Produktentwickler, den Joachim Leiter, heute hier zu Gast. Hallo Joachim. Hallo Stefan. Joachim, ich werde dir ein paar Fragen mal zu unserem neuen Beutel stellen. Gerne. Denk mal, die erste Frage ist, warum gibt es überhaupt einen neuen Feuerwehr-Mehrzweckbeutel? Ja, Rescutech ist ja seit der Firmengründung 1997 maßgeblich an der Entwicklung und der Herstellung von Ausrüstung beteiligt. Und im Jahr 2020 trat die überarbeitete DIN 14922 Feuerwehr-Mehrzweckbeutel in Kraft. Und diese DIN beschreibt ein Mindestmaß an Anforderungen an die Leinenbeutel für die Verwendung im Innenangriff. Für uns als Rescutech war schon relativ früh klar, dass wir diese Anforderungen erfüllen wollen, und somit haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Feuerwehr-Mehrzweckbeutel zu entwickeln, teilweise als Neuentwicklung, teilweise aber auch basierend auf älteren Modellen. Gut, dann kannst du mir sagen, was sind dann jetzt die Vorteile von diesem Beutel? Ja, wie schon erwähnt, er erfüllt die Anforderungen der DIN, die sehr hoch sind, sowohl an das Gewebe als auch an das Produkt selbst, an den Beutel selbst. Und das Ganze in Verbindung dann mit der bekannten Robustheit, Qualität und taktischen Einsetzbarkeit von unseren Produkten. Das ist auch immer wichtig. Joachim, eine neue DIN, das heißt, hier gibt es wahrscheinlich auch Prüfkriterien, nachdem dieser Beutel geprüft werden muss. Sag uns doch mal was zu den Prüfkriterien. Ja. Es gibt verschiedene Prüfkriterien, die alle jetzt aufzuführen, ist ein bisschen sehr viel, aber zum einen wird das Gewebe selbst wird geprüft, das heißt, es wird beflammt mit einem Bunsenbrenner für 10 Sekunden bei 950 Grad. Da wird geschaut, ob sich Löcher, Brandlöcher bilden, ja, oder ob die Stoffkanten anfangen zu brennen. Und der eigentliche Test ist nachher das fertige Produkt, das heißt, so ein Feuerwehr-Mehrzweckbeutel gefüllt wird über 6 Bunsenbrenner gehängt, die den Beutel von unten für 10 Sekunden bei 950 Grad beflammen. Also das sind hohe Prüfanforderungen. Ja, hohe Temperaturen, was das Ganze hier aushalten muss. Das heißt, hier kommt auch ein neues Gewebe zum Einsatz bei diesem Beutel? Ja, unsere Feuerwehr-Mehrzweckbeutel sind aus unserem neuen Gewebe RTX 950 gefertigt. Das haben wir in jahrelanger Arbeit selbst entwickelt, bei uns im Hause geprüft und auch bei Prüfinstituten prüfen lassen, damit es die Anforderungen der Norm erfüllt. Übrigens die 950, bei RTX 950, beschreiben die Temperatur, bei der das Gewebe und auch der Beutel geprüft werden. Das ist einleuchtend. Joachim, wir haben an diesem Beutel auch eine Notlösevorrichtung. Auch die ist neu. Sag uns doch was zu dieser Notlösevorrichtung. Ja, die Notlösevorrichtung ist ein ganz elementares Sicherheitsbauteil bei diesen Feuerwehrmehrzweckbeuteln. Die wird in der DIN auch vorgegeben. Es ist in dem Falle ein Kunststoffbauteil mit einer Sollbruchstelle, damit sich der Feuerwehrmann im Falle einer Gefahrensituation selbst befreien kann. Das heißt, der Feuerwehrmann bleibt im Einsatz irgendwo mit dem Beutel hängen, an der Kante, an einem hervorstehenden Gegenstand. Dann kann er sich mit einem Ruck befreien und die Notlösevorrichtung bricht. Ja, die Notlösevorrichtung haben wir auch, wie du schon erwähnt hast, auch selbst entwickelt und geprüft. Bei welcher Zugkraft bricht denn diese Notlösevorrichtung? Die Zugkraft ist definiert mit 250 bis 300 Newtonmeter. Das entspricht ungefähr 25 bis 30 Kilogramm. Okay, das ist, denke ich mal, auch für die Praxis so tauglich. Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst du uns schon mal ein Fazit zu dem Beutel geben? Ja, Rescutech bietet mit diesen Feuerwehr-Mehrzweckbeuteln nach der DIN Produkte nach höchsten Sicherheitsanforderungen an. In der bekannt
sehr guten Qualität, Robustheit und taktischen Verwendbarkeit. Ja, und das Ganze zu einem Preis, der unterhalb von den gängigen Aramid-Gewehren liegt. Ja, somit haben wir einen Beutel, der einmal neu entwickelt ist, die Sicherheitsanforderungen ja, einhält und zum Teil auch übertrifft und das Ganze zu einem tollen Preis. Deshalb würde ich sagen, herzlichen Dank, Joachim, für das Interview. Gerne. Und wir schauen uns den Beutel jetzt einfach auch mal in der Praxis an. Schauen wir uns zuerst unseren Feuerwehr-Mehrzweckbeutel Hochheim an. Der Mehrzweckbeutel Hochheim wird getragen mit dem Aramid-Trageriemen, der auch entsprechend gesichert ist mit Verschluss. Und hier nochmal schön zu sehen, unsere Notlösevorrichtung. Der Beutel hat ein großes Hauptfach, in dem die 30 Meter Feuerwehrleine verlastet ist, die über die seitliche Öffnung ausläuft, aber auch so gesichert ist, dass sie nicht unbeabsichtigt aus dem Beutel hinausläuft. Auf dem Beutel ist ein extra Fach, ein Zusatzfach, in dem kann die Beladung optional verlastet mitgeführt werden. In unserem Fall haben wir die Einsatzschere Köln in einem Fach, das auch durchstichsicher ist, und einen Holzkeil, eine Bandschlinge und einen Markierungsstift. Somit ist dieser Leinenbeutel perfekt für den Innenangriff ausgerüstet und entsprechend das Ganze nach DIN. Ein weiterer Beutel, entsprechend nach der neuen Norm und Zertifizierung, ist unser Beutel für die Brandfluchthaube. Der Beutel Eckenstein bietet dabei verschiedene Tragemöglichkeiten. Zum einen wieder auch hier mit einem Aramid-Trageriemen gesichert und das Ganze mit der Notlösevorrichtung. Auf der Rückseite vom Beutel finden wir eine entsprechende Möglichkeit, diesen an einem Feuerwehrhaltegurt festzumachen und auch hier das Ganze über die Notlösevorrichtung im Notfall abzutrennen. Die Entnahme der Brandfluchthaube ist einfach über das große Hauptfach, über den Deckel. Dabei gibt es die Möglichkeit, auch mehrere Modelle in diesem Beutel mitzunehmen. Somit auch hier eine interessante Variante, den Beutel zu nutzen und im Einsatzfall die Brandfluchthaube mitzunehmen. Ja, hier noch die Situation, wenn ein Feuerwehrmann mit dem Mehrzweckbeutel an einer Struktur hängen bleibt, sich nicht mehr selbst lösen kann und die Notlöse auslöst. Das war unser heutiges Produktvideo. Zu unserem Feuerwehr-Mehrzweckbeutel passend zur neuen DIN 14922. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden demnächst wieder ein Video drehen und dann auch weitere neue Beutel vorstellen.